Charlie Wagner liest Klassiker des Herrenwitzes. Eines Nachts wacht der 15-jährige Ronny durch lüsternes Stöhnen und Schreien aus dem Schlafzimmer seiner Eltern auf. Mit seinem Fleischmeißel nagelt der Vater die Mutter von hinten in den Arsch, bis sie laut schreiend kommt. Ronny klopft an die Wand und ruft: Ruhe, ich muss morgen früh raus. Der Vater antwortet: Ja, ja, Ronny, schlaf nur weiter. In der nächsten Nacht hört Ronny wieder brünstiges Keuchen und Schnaufen aus dem elterlichen Schlafzimmer. Seine Mutter sitzt breitbeinig mit ihrer saftigen Möse auf dem Gesicht des Vaters und lutscht seinen Dampfschwengel. Ronny schreit: Ist jetzt mal endlich Ruhe? Der Vater sagt: Schlaf weiter, Ronny. In der folgenden Nacht hört der Vater hitziges Stöhnen und lautes Bettquietschen aus dem Zimmer seines Sohnes. Der Vater steht auf, geht ins Zimmer. Da muss er sehen, wie Ronny wilden Sex mit der Oma hat. Schnaufend reibt die Großmutter Ronnys Riesenremmel zwischen ihren mächtigen Möpsen hin und her. Entsetzt fragt der Vater: Aber Ronny, was machst du denn da? Sagt Ronny: Ey, Alter, fickst du meine Mutter, fick ich deine Mutter.